Schauen wir uns das auch nochmal an. Hier haben wir den Fensterladen von innen. Dann hier so ein kleines Ablagefach. Da könnte ich vielleicht das auch noch ein bisschen glatter machen, eben, damit man vernünftig abstellen kann. Hier unten habe ich auch nochmal so ein kleines Ablagefach. Und dann eben auch so Tassenuntersetzer. Da habe ich noch Paracord und auch mein Kochdingsel da. Gut, hinten wollte ich ja eigentlich ursprünglich ein bisschen offen lassen, aber da zieht es halt einfach rein. Das muss man einfach dicht machen hier. Ja, das Ablagefach ist Gold wert. Da kann ich immer gut meinen Rucksack eben zum Beispiel hinstellen. Die Wand möchte ich auch noch dann vielleicht ein bisschen dichter machen. Hier könnte man vielleicht offen lassen oder auch dicht machen. Ja. Der Sägebock, der hält nach wie vor sehr gut. Hier draußen haben wir dann dieses Gärtchen. Da wollte ich ja immer so Bäume einpflanzen, beziehungsweise eben auch so einsehen, also Bäume einsehen. Da habe ich schon einiges mal gesammelt, wie Eicheln und alles Mögliche. Gut, für Bäume ist das natürlich jetzt letztendlich viel zu klein, aber zumindest so eine kleine Art Baumschule eben. Wenn sie größer sind, kann man sie ja wieder umsetzen. Ja, hier ist mein Camp-Symbol. Das möchte ich auch noch ein bisschen irgendwann mal schöner ausbauen, ein bisschen höher auch noch. Dann hier so ein bisschen, da habe ich ja mit Kohle ein bisschen drauf gemalt. Da möchte ich mal versuchen, eventuell aus Naturfarben, also zum Beispiel aus Lehm, so ein Rotbraun oder irgendwas, das noch ein bisschen schöner da malen. Ja, und hier kommen die Bäumchen wieder. Bin mal gespannt im Sommer, wie das alles ausschaut. Hier habe ich auf jeden Fall vor, noch so eine Art Hochbeet zu machen, also jetzt einfach noch ein bisschen höher vielleicht, und da dann vielleicht irgendwelche Kräuter, keine Ahnung, also Basilikum zum Beispiel habe ich schlechte Erfahrungen, das ist anscheinend recht schwierig, also ich habe es zumindest noch nie so richtig hingekriegt, aber Schnittlauch, Petersilie, irgend sowas halt. Ja, die Wand habe ich ja letztes Mal gemacht, hier oben möchte ich auf jeden Fall auch ein bisschen offen lassen. Oder vielleicht sogar komplett jetzt, je nachdem. Hier an der Seite werde ich auf jeden Fall auch noch zumachen. Da wäre es vernünftig, dann mit Schlamm oder so das Ganze zu verkleiden. Zumindest in einer gewissen Höhe eben. Einfach wegen dem Feuer halt, wegen Funkenflug. Dann haben wir hier den Traumfänger. Ja, der hält recht gut. Gut, vom Wind ist es jetzt ein bisschen... muss ich gleich mal wieder auseinanderwursteln hier. Da werden sozusagen die bösen Träume eingefangen. Ja, und von außen eben
Gut, hier, das war ja damals alles nur natürlich provisorisch, wobei optisch, naja, es ist mehr natürlich in die Landschaft integriert. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel lauter Stangen hinmachen würde, ja, weiß gar nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Also lieber so ganz natürlich lassen, aber es muss auf jeden Fall noch ein bisschen dichter werden. Da vorne ist also der Lockholder, habe ich gerade gezeigt. Da ist dieser Nebeneingang. Ja, und die Feuerstelle werde ich auch noch ein bisschen ausbauen. Eventuell noch ein bisschen höher vielleicht. Das muss ich dann noch sehen. Ein paar Steine kann ich mir ja noch vom Bach dann holen. Da gab es auch oft ein Missverständnis, weil es dann hieß, Gottes Willen, bloß keine nassen Steine. Also ich meine, es ist ja erstens mal nicht so, dass ich die nassen Steine ins Feuer geworfen habe. Außerdem kommt es ja auf die Steine drauf an und so weiter. Also da ist überhaupt nichts passiert natürlich. Hier vorne liegt noch eine dickere Stange rum. Vielleicht nehme ich hier mal irgendwann meine Bogensäge mit. Dann kann ich tatsächlich diesen Baumstamm hier irgendwie zusammensägen. Vielleicht so eine Art Sitz eben. Vielleicht sogar dann außerhalb irgendwie da irgendwo hin am Gärtchen oder so. Weil da kommt ja gut Sonne immerhin. Hier drin nochmal möchte ich mir eigentlich hier diesen Weg ein bisschen offen lassen, damit ich da hochlaufen kann. Einerseits, das wäre ja auch ganz easy. Da haben wir ja schon die zwei Bäumchen da. Bräuchte ich bloß hier so eine kleine Querstange machen. Hätte man auch so eine Art Türe. Andererseits könnte ich natürlich auch hergehen und das Dach hier von der Küche dann hier total verlängern, bis auf den Boden. Dann wäre hier alles auch dicht. Ist auch ein bisschen schwierige Entscheidung. Oder ich mache es halt so, dass ich die Tür hier offen lasse, zwar, und das Dach dann aber irgendwann ja, in der Höhe dann noch weiter da dran ziehe. Also das Küchendach meine ich jetzt. Schreibt mir doch bitte unbedingt wieder einen Kommentar, was ihr so an Ideen dazu jetzt noch hättet. Da freue ich mich immer sehr darauf. Auch wenn ich vielleicht nicht immer alles gleich umsetzen kann, aber ich versuche es zumindest weitmöglichst. Unterhalb der Küchenplatte, da hatte ich ja auch schon mal so einen zweiten Boden drin. Das wäre vielleicht doch wieder ganz sinnvoll. Da kann man da so Töpfe etc. unterstellen. Und hier oben, wenn das dann hier ein bisschen dichter ist, vielleicht auch nochmal hier so die eine oder andere Ablage. Oder auch hier zum Beispiel dann irgendwie so einbauen, damit man hier was abstellen kann. Und vielleicht auch dann hier irgendwie so ein paar Sachen hinhängen kann. An dem Hang hier möchte ich mir auf jeden Fall hier entweder mit Steinen oder mit so Brettern oder wie auch immer da noch so ein paar Treppchen bauen, damit es ein bisschen sicherer und einfacher wird, hier hochzugehen. Ja, und jetzt möchte ich unbedingt noch etwas machen. Bin schon gespannt, ob es so funktionieren wird. Aber dazu muss ich jetzt zuerst mal in den Wald gehen.